Was geht ab, meine Freunde? Seid herzlich willkommen beim weiteren Video. Wie die meisten von euch wissen, haben wir ja einen neuen PC und ich dachte mir, zum Anlass dieses geilen Tages, um euch den PC mal so ein bisschen näher zu zeigen, was ist da drin verbaut, was kostet er, zeige ich euch gleich auch mal mein Arbeitszimmer. So, meine Freunde, hier passiert die Magie. Hier ist einfach mal mein komplett zerstörter Stuhl, der ist so im Eimer. Ja, und hier nehme ich dann den ganzen Tag auf, sieht alles super heruntergekommen aus, außer eine Sache. Und das ist dieses Monster. Also vielen Dank an unsere Partner Nvidia, CSL Computer und Boostbox. Der Gaming Shop für CSL Computer, die haben das nämlich möglich gemacht. Und was Boostbox jetzt schon rausgehauen hat, das kann ich euch auch mal eben zeigen. Eine richtig geile Landingpage hier. Und ich finde, wir sehen da wirklich aus wie Superhelden. Steckt uns in ein Kostüm und wir reisen um die Welt. Jetzt wollt ihr höchstwahrscheinlich wissen, was ist in dem PC alles verbaut? Was kostet der ganze Spaß eigentlich? Und was ich auch nochmal sagen will, ich kann jetzt demnächst endlich wieder anfangen, richtig zu zocken. Denn, ihr seht schon, meine Schiene ist weg. Mein Finger ist etwas schief zusammengewachsen, aber mir geht es super. Das heißt, in den nächsten Tagen kann ich endlich auch wieder richtig geil Rainbow Six spielen. High Competitive, geile Grafik, alles auf Maximum. Ich freue mich richtig drauf. Und jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg zu Deko. Da sind wir jetzt auch bei Deko angekommen und eigentlich hatten wir dieses Video schon mal aufgenommen, aber ihr kennt uns ja, Bild und Ton war echt nicht ganz so gut. Der PC ist schon aufgebaut, wurde schon genutzt. Schauen wir mal in sein Arbeitszimmer. Hallo. Herzlich willkommen, Muchachos, in meinem Reich. Das ist mein Aufnahmezimmer. Ja, der Ziegenmann, er begrüßt uns schon in mehrfacher Ausführung. Ja, Marvin, du kannst doch einmal kurz hierüber filmen. Ich erlaube es. Ich werde häufig nach meinem Aufnahmesetup gefragt, wie das so aussieht. Und ja, so sieht's aus. Gar nichts so Spektakuläres eigentlich. Und hier unten steht auch schon unser richtig fetter Gaming Monster PC. Sieht doch einfach richtig geil aus, das Ding. Und wie Marvin vorhin schon angekündigt hat, gucken wir uns das an, was alles drin ist und wie viel das Ganze auch kostet. Try mal. Filmst du das gerade? Nee. So, diese ganze Hardware und noch viel mehr ist in unseren geilen neuen Monster Gaming PCs drinnen verbaut. Ich würde sagen, ich habe mir so im Kopf so eine kleine eigene Liste gemacht, wie wir das Ganze durchgehen, so ein bisschen nach meiner eigenen Logik. Und wir fangen an mit unserem geilen Gehäuse. Und zwar haben wir hier das Asus ROG Strix Helios Gehäuse. Haben wir auch im letzten Video schon mal kurz erwähnt. 18 Kilo wiegt das ganze Ding. So ein paar Besonderheiten zeigen wir noch. Erstmal hier natürlich die schönen Haltestaufen, die habt ihr auch schon im Einsatz gesehen. Und dann kommt man wunderbar natürlich, auch das haben wir schon gezeigt, mit den Klappen hier ans Innere ran. Easy, hat man Zugang zum ganzen Innenleben. Und dann kommen wir zur einfachen Reinigung, denn wir können hier einfach an mehreren Stellen die Luftfilter rausziehen. Vorne ist einer ist einfach unten drunter und einen haben wir noch hier oben. Auch das easy, kommt man überall ran, kann man ganz einfach reinigen. Und dann kommen wir zum Netzteil, das liegt hier unten unter der Abdeckung versteckt. Die Abdeckung gehört zum Gehäuse dazu. Damit man hier einfach diese ganzen Kabelsalate, die man aus dem Netzteil rauskommt, nicht so sehr sieht. Und zwar haben wir da das Asus ROG Strix G850 Watt Netzteil mit 80 Gold Plus Zertifizierung. Auch das ist ja ganz wichtig zu nennen. Und dann haben wir als nächstes unser Mainboard, quasi das Herzstück unseres ganzen PCs. Das sehen wir hier auch wunderbar beleuchtet mit dem ROG Strix Logo. Und zwar haben wir das Asus ROG Strix Z490E Gaming mit WLAN Mainboard. Sieht auf jeden Fall wunderbar beleuchtet auch aus. Die ganze RGB-Beleuchtung können wir hier wunderbar sehen. Richtig schnieke. Ich muss mal ganz kurz sagen, Deko sagt das gerade alles aus dem Kopf. Was alles aus dem Kopf. Ich ziemlich krass finde. Und noch nicht mal heute vorher auf die Rechnung geschaut, was alles drin ist. Ich hätte das echt auch so im Kopf. Alles auswendig. Und da kommt noch viel mehr. So, was mir auch, ich finde, was immer sehr zentral ins Auge fällt, wenn man hier raufschaut, sind diese geilen Lian Li RGB Kabel Sleeves, die auch nochmal schön im Regenbogenmuster durchlaufen. Richtig geil. Dann haben wir hier unseren Arbeitsspeicher. Das sind in einer Zahl 4 16 GB
DDR4 RAM-Riegel von Kingston, und zwar die HyperX Predator RGB mit 3200 MHz. Digga, was ich alles in meinen Kopf reinkriege, ne? Unfassbar. Ich wünschte, so gut wäre ich auch darin, meine Aufnahmen zu decken. Dann, ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll, hier mit der Grafikkarte. Ich glaube, wir machen die Grafikkarte zuerst. Da haben wir hier die Asus ROG Strix RTX 3080 OC. Finde ich mega sweet, dass wir sogar die OC-Variante reinbekommen haben von Boostbox. Dankeschön schon mal dafür. So, dann als nächstes sehr prägnant ins Auge fällt hier mit der RGB-Beleuchtung die Corsair H150 IQ Wasserkühlung, die unseren wunderschönen CPU auf kühlen Temperaturen hält während unserer Arbeitsbelastung. Und zwar haben wir als CPU den Intel i9-10900K in 10 Kernen mit 3,7 GHz Standardtakt. Ich schaue ab und zu hier mal rüber. Hier haben wir einmal die Belüftung und einmal hier den Prozessor, ob Dick auch wirklich alles korrekt sagt und wirklich 100 Punkte. Oh yeah. Ja, da habe ich so ein Talent für, das kriege ich irgendwie hin. Wobei ich ja nur die Sachen aufzähle, ne? So wild ist das ja noch nicht. Und schon mal für euch, Muchachos, das Ganze hier befähigt uns dazu, mit der krassen Power, die wir haben, euch ab demnächst unsere Videos in 1440p auf YouTube zur Verfügung zu stellen, also einer geileren Aufnahmequalität. Und hoffentlich kriegen wir auch das Gekrissel in den GTA-Röhren damit weg. Aber das Ganze muss noch ganz kurz warten, denn wir müssen noch neue Monitore rankriegen, mit denen wir es auch aufnehmen können. Letzte Prüfung. Es fehlt auf jeden Fall noch die Festplatte. Was haben wir denn da drin? Ah, kommt er mir so. Als Festplatte haben wir einmal eine M2 SSD. Ich weiß gar nicht, können wir die gerade sehen? Hier drunter, unter dieser Abdeckung, dieser Schraube, dürfte die M2 SSD stecken. Davor ist übrigens meine private Soundkarte, die Asus Essence STX 2. Hier hinter ist die Festplatte, und zwar ist das eine M2 SSD von Kingston, auch mit 1 TB. Damit wir ordentlich schnell booten können und auch die ganzen Spiele darauf installieren können, dass alles schnell läuft. Dann haben wir noch eine 6 TB Western Digital HDD und noch eine 1 TB normale SSD, und zwar die Samsung 970 Evo. Ja, das sind die Festplatten. Ja, das hat Deko doch schon mal prima gemacht. Hätte ich nicht gedacht, der Typ, der eigentlich nie daran denkt, seine Aufnahmen zu starten, hat mal eben hier die ganze Konfiguration durchgerattert. Er hat aber immer noch nicht gesagt, wie viel der PC denn eigentlich kostet. Der PC kostet 3.600 € und findet ihr natürlich auch bei unserem Partner Boostbox. Der Link ist natürlich in der Beschreibung, und im November wird es noch 2 weitere Konfigurationen für den schmaleren Geldbeutel geben. Die sind aber natürlich auch erste Sahne. Natürlich, das muss ich lupen. Muchachos, wenn es dir gefallen hat, scheppert die Daumen nach oben, checkt natürlich die Beschreibung aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye.